Ich habe ein Teilchensystem bestehend aus vier Punktmassen, M1, M2, M3 und M4, und die sind alle symmetrisch um diese gemeinsame Drehachse angeordnet. Diese Drehachse bezeichne ich mit Groß D. Symmetrisch angeordnet bedeutet, die haben alle den gleichen Abstand zu dieser Drehachse. Meinetwegen vom Mittelpunkt M1 zum Mittelpunkt M2 ist der Abstand klein r. Ja, dann ist der Abstand vom Mittelpunkt M1 zur Drehachse 1/2 r. Folglich gilt das für alle anderen auch, ne? Weil die Symmetrie von allen vier zu dieser Drehachse ja gefordert wird. Gut, was interessiert, ist die kinetische Energie dieses Teilchensystems, wenn dieses Teilchensystem im Gegenuhrzeigersinn mit konstanter Winkelgeschwindigkeit rotiert. Konstante Winkelgeschwindigkeit, ich darf über die kinetische Energie der Rotation hier ansetzen, die definiert sich über 1/2 Trägheitsmoment Winkelgeschwindigkeit konstant zum Quadrat. Es sollen Anfangsbedingungen gelten, nämlich die vier Punktmassen sollen gleich sein. Also es soll gelten M1 gleich M2 gleich M3 gleich M4, um die Rechnung etwas abzukürzen. Und der Abstand ist ja sowieso der gleiche. R1 gleich R2 gleich R3 gleich R4. Und der ist ja insgesamt 1/2 r. Und das hier oben, da alle Massen gleich sind, kann ich das mit klein m abkürzen. Als erstes ermittelt man dieses Trägheitsmoment. Trägheitsmoment definiert sich als Summe von I1 bis n über mi mal Ri zum Quadrat. Also wir haben vier Punktmassen. Demnach müssen wir schreiben, also die Summe, M1 mal R1 zum Quadrat plus M2 mal R2 zum Quadrat plus M3 mal R3 zum Quadrat plus M4 mal R4 zum Quadrat. Diese Anfangsbedingung erleichtert mir das Leben. Ich kann nämlich hier unten den Indiz vergessen. Es handelt sich ja um gleiche Massen, also kann ich hier gleich in jeden Summanden das m überführen, mit der Absicht, dass ich das m hier ausklammern kann. Also diese Summe letztlich in ein Produkt überführen, bringt mir m, Klammer auf, r1 zum Quadrat plus r2 zum Quadrat plus r3 zum Quadrat plus r4 zum Quadrat. Naja, der Abstand ist ja auch der gleiche. Dann kann ich doch hier schreiben, das ist nichts anderes als 1/2 r zum Quadrat, 1/2 r zum Quadrat, 1/2 r zum Quadrat und letztlich 1/2 r zum Quadrat für R4. Naja, insgesamt habe ich 1, 2, 3, 4 mal das Ganze, also können wir das abkürzen. Diese Summe ist nichts anderes als 4 mal 1/2 r zum Quadrat. Gut, somit kann ich die äußeren Klammern auch vergessen und ich habe mein Trägheitsmoment dastehen. M mal 4 mal 1/4 mal r². Naja, die 4 erledigt sich und ich habe mein Trägheitsmoment Masse mal r². Das Ganze hier oben überführt in den Ausdruck für die kinetische Energie ergibt mir Masse mal r². So, wenn ich jetzt Zahlenwerte hier angeben würde, meine Masse mit 1 Kilogramm definieren, meinetwegen den Abstand mit 1 Meter und rotieren soll es mit 2 Schwingungen pro Sekunde, dann könnte ich hier einen Zahlenwert für meine kinetische Energie ermitteln. Ich halte das Ganze allgemein, somit ist das Teilchensystem beschrieben, also dessen kinetische Energie beschrieben durch diese Formel. Gut, dann beende ich an der Stelle dieses Video.